hast ein erstaunliches Gedächtnis, Kururin. Typisch Kurosama. Ist das nicht ganz in deinem Sinne? Du setzt stets ein Lächeln auf und lässt niemanden an dich heran, um niemanden in deine Probleme zu verwickeln. Aber gleichzeitig kümmerst du dich um die Verletzungen des Jungen und möchtest nicht, dass die Prinzessin dieses heruntergekommene Land sieht. Und dann dieser Pfiff. Du selbst würdest nicht sterben, aber wenn ein anderer stirbt, zählt das nicht. Wenn du nicht gezaubert hättest, wären wir gefangen genommen und hingerichtet worden. Trotzdem hast du gezaubert. Du hast dich selbst in ihre Probleme eingemischt. Ich möchte nicht, dass jemand anderem wegen mir ein Unglück widerfährt. Klar, Kururin ist ganz Ohr. Glaub bloß nicht, dass dieses Gespräch schon zu Ende ist. Das tut weh. Wie gesagt, es geht mich nichts an. Deswegen brauchst du auch keinen weiteren Gedanken an mich zu verschwenden. Die Vergangenheit spielt keine Rolle. Deshalb akzeptier dich selbst und stell dich deinen Problemen. Das ist zu viel für mich. Das Siegel in seinem rechten Auge ist gebrochen. Er ist ein Klon von Chlorids Nachfahren, Shaoran, der erschaffen wurde, um die Federn der Prinzessin zu finden. Jetzt drüber. Deshalb wird er ohne Gnade jeden vernichten, der sich ihm in den Weg stellt. Aber der echte Shaoran reflektierte seine eigene Seele auf ihn, indem er sie in dieses Auge band. Jetzt hast du mich total rausgebracht. Jetzt funktioniert nichts mehr. Mein roter Mantel ist auch nicht hier, wo er sein sollte. Das muss auch weg. Brücke, der rote Mantel ist auf der falschen Seite. Macht aber nichts, ist nicht so schlimm. Sorry, Technikprobleme. Das Siegel in seinem rechten Auge ist gebrochen. Er ist ein Klon von Chlorids Nachfahren, Shaoran, der erschaffen wurde, um die Federn der Prinzessin zu finden. Telefon. Deshalb wird er ohne Gnade jeden vernichten, der sich ihm in den Weg stellt. Aber der echte Shaoran reflektierte seine eigene Seele auf den Klon, indem er sie in dieses Auge brannte. Kommst du mit deiner Verletzung klar? Ja. Solange ihr hier bei uns seid, müsst ihr arbeiten. Wir haben nicht genug Vorräte, als dass wir sie verschenken könnten. Und ich dachte, der Große kommt mit. Er wollte mitkommen, doch ich habe ihn gebeten zu tauschen. Da Sakura-chan noch nicht aufgewacht ist, bereitet uns Sorgen. Und dann habe ich noch gesagt, dass ich unbedingt bei Shaolan-kun bleiben möchte. Der Regen hat aufgehört. Seid vorsichtig. Wer sind die? Die kommen vom Tower.
Was war das? Vom Tower, die gegen die ihr Krieg führt? Ja, dazu kommt, dass Kamui und ihr Anführer... Sieht so aus, als hättest du schlechte Laune, Kamui. Weil ich dein Gesicht gesehen habe. Nahrungsmittelvorräte sind wichtig. Aber am wichtigsten ist immer noch das Wasser. Nicht wahr, Kamui? Du bist langsamer als sonst. Bist du verletzt? Er hat ihn umgehauen. Das war ganz schön uncool, Fuma. Ja, wirklich. Fuma, ich habe gerade die Nachricht erhalten. Der Tower wird angegriffen. Wenn wir uns nicht beeilen, wird unser Wasser gestohlen. Da kann man wohl nichts machen. Wir sehen uns sowieso bald genug wieder. Und schon sind sie weg. Dieser Fuma ist auch stark. Er ist der Einzige, der es mit Kamui aufnehmen kann. Also sind Fuma und Kamui schon immer die Stärksten hier gewesen? Das ist erst seit kurzem so. Kamui ist wie ihr, einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Zuerst dachten wir, dass er unser Wasser stehlen will. Als er hier ankam, sagte er, hier ist S und ich werde S beschützen. Beschützen? Also habt ihr Kamui einfach so bei euch aufgenommen? Kazuki sagte, er würde einem verlorenen Kind gleichen. Nekio, die Präsenz der Feder ist stärker geworden. Hast du die Feder gefunden? Ich spüre etwas unter dem Gebäude, in dem Kurugan und Sakura sind. Was? Unter ihm? Wir wollen nicht euer Wasser stehlen. Es ist etwas, das Sakura sehr wichtig ist. Sakura? Es ist unverzichtbar für die Person, die mir am wichtigsten ist. Dort unten ist nur Wasser. Bitte! Noch nicht. Also einen Moment warten. Du hast mich genau auf das Knie geworfen, wo ich mich vorhin angestoßen habe. Ich kann mein Bein kaum bewegen. Oh, ganz lieb. Noch geht's. Ja, ich glaube auch. Das ist Wasser. Du kannst hier nicht bleiben. Du musst aufwachen und deine Augen öffnen, bevor
dich der Traum in seinen Bann zieht. Was machst du hier? Ich schlafe hier, aber du musst endlich aufwachen. Ich kann nicht. Meine Augen wollen sich nicht öffnen. Öffne deine Augen. Der wichtigste Mensch wird sonst. Es wird dir nicht gelingen, zu dir zurückzukehren. Die mir wichtigste Person. Es ist nichts, was ein Arzt heilen könnte. Ihr kommt aus einer anderen Welt, einer anderen Dimension, nicht wahr? Dieses Mädchen schläft nur. Es ist ihre Seele, die schläft. Oh, die Barriere, die dieses Gebäude beschützt, ist verschwunden. Schau ran.